So, da sind wir auch schon bei der zweiten Aufgabe, die ich nämlich schon fast gemacht hätte, aus Versehen, ohne darauf wirklich zu achten. Nämlich Eliminierung bei Hydro 16 oder Holy Hatches. Keine Angst, ich werde euch gleich alles zeigen. Nur kurze Info für alle, die neu dabei sind. Ihr habt ja bestimmt gesehen, auf meinem Kanal ist ein bisschen was los. Nämlich, wir veranstalten Custom Games mit Preisgeld, aber nicht pro Runde, sondern halt immer auf einen längeren Zeitraum gesehen. Dann gibt es bei mir Skin-Verlosungen. Immer wenn ich 800 V-Bucks durch Rette die Welt erreicht habe, gehe ich halt hin und verlose einen 800 V-Bucks-Skin an meine Community im Livestream. Also, wenn du gerne Bock dazu hast, dabei zu sein, sei es bei den Custom Games oder den Skin-Verlosungen, gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren, die Glocke deshalb aktivieren, damit du einfach mitkriegst, wann der Livestream startet oder halt da ist. Dann wichtige Info, gerne dann die Shop-Videos jeden Tag gucken, weil da werdet ihr auch dann sehen, wie die Custom Games so aussehen und auch wie mein Kontostand so aussieht, was die V-Bucks betrifft und ob es an dem folgenden Tag halt einfach einen Livestream gibt, wo es quasi einen Skin zu gewinnen gibt. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Freundesanfrage. Nämlich einfach eine Freundschaftsanfrage an yt-family pack, dann auf Absenden. Wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, warte, lass mich kurz gucken, fast 800 Leute. Warum musst du das Ganze bitte machen? Kann ich dir auch direkt zeigen. Wenn ich hier auf Geschenk kaufen gehe, müssen wir halt miteinander befreundet sein und schon länger als 48 Stunden. Weil ansonsten kann ich dir leider kein Geschenk schicken. Was natürlich dann schade wäre, weil ich muss halt dann einfach den nächsten auswählen, der halt schon länger mit mir befreundet ist. Warum mache ich das Ganze? Einfach nur als Dankeschön. Einfach nur als Dankeschön für jeden, der meinen Creator-Code eingetragen hat, der meine Videos guckt und mir zum Beispiel zwischendurch was spendet. Ich kann es dir mal gerade einfach mal zeigen. Hier, so sieht die Spendenliste zurzeit aus. Und ganz ehrlich, dafür, dass ich in Anführungszeichen nur 2000 Abonnenten habe und natürlich die Leute auch nicht immer im Stream sind, aber die Liste wird langsam immer länger. Und da kann ich nur noch mal sagen, danke an jeden Einzelnen, der da irgendwas rausgehauen hat. Sei es ein Skin oder eine Gelddonation, ich kann da immer wieder nur Danke sagen. Und klar, ihr seht hier die 9,99 €. Hat folgendes Problem, das ist, wenn wir im YouTube Superchat was gespendet bekommen, das zählt nicht zu dem, was über den Tippi-Stream-Spendenlink geht. Also da nicht wundern, ist kein Fake oder so, sondern hat einfach nur den Hintergrund. So, das war das. Dann würde ich sagen, denkt dran, Creator Code yt-family, deshalb auch die Creator, die Custom Games. So, wie gesagt, gerne immer eintragen, würde mich unterstützen. In dem Sinne gehen wir jetzt mal rein in die Aufgabe. Das Ganze probieren wir einfach in Gruppenkeile, weil genau da habe ich nämlich eben auch meine zwei Kills gemacht. Und wir starten das Ganze mal. So, da war ganz kurz die Audiospur weg. Man kennt es. Aber da sind wir wieder. So, Spielsound ist auch da. Kurze Info, wo ist Hydro? Hydro wusste ich nämlich ganz ehrlich selber nicht mehr, wo es ist. Hydro ist hier unten. Da, wo dieser kleine Staudamm ist, da unten in dem Bereich ist Hydro. Und wo müssen wir noch hin? Jetzt muss ich selber gucken. Holly. Holly, Holly, Holly. Wo ist Holly? Holly ist da. Also gehen wir nach zu Holly, weil da werden definitiv die meisten hinkommen vom Gegnerteam. Und wir haben natürlich den Vorteil, wir sind vorher da. Ich hoffe halt einfach, dass es jetzt auch funktioniert. Also wie gesagt, Hydra ist hier unten. Aber bietet sich jetzt nicht so an, weil ich glaube nicht, dass einer hier wirklich so rüberfliegt. Wenn, werden die hier später nachkommen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir die schon abgefangen bekommen. So, gerade mal auf den Ort markieren. Weil wir kennen uns ja, wir fliegen gerne weiter. Und wie gesagt, erwartet von mir nie immer das beste Gameplay. Das werdet ihr definitiv bei mir nicht bekommen. Dafür habe ich meine Abonnenten. Die sind da deutlich besser als ich. So, dann gucken wir einfach mal.
Ja, so viel später als wir werden die nicht unten sein. Ich vermute echt, dass hier definitiv einer runterkommt. Safe. Ansonsten halt einfach klar im Solo-Modus probieren oder was auch immer. Aber Gruppenkeile bietet sich da eigentlich am besten an. Ja, Loot ist schon mal okay. Dadadadum. Zack. Und wie gesagt, ich habe eben schon zwei Kills aus Versehen in Hydra gemacht. Ja, ich dachte, da wäre schon einer. In Hydra gemacht und da musste ich mich dann leider doch töten lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich euch natürlich zeigen wollte, wo der Ort genau ist. So. Ah, da hören wir doch schon Kleiter. Wo ist er gelandet? Doch, er ist auf dem Baum gelandet. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nicht wieder den Mega-Fail mache. So, wie ihr gesehen habt, ganz einfach, davon drei Kills und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Lol, das ist halt, wenn man kaum noch Leben hat. Aber ich habe gedacht, vielleicht kriege ich den Pumpschuss hin. Also, wir gucken mal gerade. Ne, Hydra können wir nicht mehr landen. Also nochmal an alle. Hydra ist da und Holy ist da. Ihr müsst halt einfach drei Kills machen, müsst ihr auch nicht in einer Runde machen. Reicht, wenn ihr jetzt einen gemacht habt und danach nochmal zwei. Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Kills auch nicht in einer Runde gemacht, sondern halt jetzt über zwei Runden verteilt. Aber ich denke halt wirklich, geht einfach in Gruppenkeile, auch wenn der Ort vielleicht gar nicht auf der Route ist. Die Leute fliegen trotzdem dahin, einfach weil jeder seine Kills machen will. Gerade jetzt am Anfang macht es eigentlich noch viel Sinn, dahin zu fliegen. Ansonsten, wie gesagt, es zählt halt in jedem Modus, egal ob Gruppenkeile, Solo, Duo, Team. Aber ich denke mal, das werdet ihr ziemlich schnell hinkriegen. So, wir gucken jetzt einfach mal. Hier war nämlich noch einer. Ein bisschen EP will ich nämlich doch noch sammeln. Wo denn hin? Dann holen wir hier die Kiste noch mit. Weil dadurch, dass ich jetzt die Custom Games mache, ist einfach so, meine EP geht so gut wie gar nicht hoch. Ihr seht ja, wir haben jetzt noch den EP-Boost von dem Wochenende. Das ist schon ein paar Tage her. So. Ne, da ist schon einer. Ihr wisst ja, mit den Vorräten auch ganz simpel. Einfach drauf schießen und schon habt ihr die Aufgabe nämlich auch geschafft. Und ich muss hier eh noch eine Tagesaufgabe machen. Also Tagesaufgaben werde ich euch doch nicht alle hochladen, weil ich denke mal, durchsuche Truden, das werden wir alle zusammen hinkriegen. Also wer das nicht hinkriegt, ja. Wir gucken halt immer, was für Aufgaben da sind, aber ich versuche halt wirklich erstmal die schwierigen Aufgaben zu finden und die leichten halt wieder rauszuholen. Aber ich denke mal, das erklärt sich ja von selber. Also manche Aufgaben sind natürlich auch da ein bisschen aufwendiger. Deshalb werde ich halt auch da vereinzelt Videos hochladen. Und wie gesagt, ihr müsst die Videos auch nicht gucken, auch an meine Abonnenten jetzt. Wenn ihr eine Aufgabe, wenn es um Aufgaben geht, müsst ihr echt nicht die Videos gucken. Also nur wenn ihr halt wirklich selber auch das Video sehen wollt und gucken wollt, wie das Ganze funktioniert. Hier unten sehen wir schon das Zeitrennen. Dazu wird aber auch noch mal ein separates Video kommen, also macht euch da mal keine Gedanken. Es wird wirklich immer zu jeder Aufgabe wird etwas kommen. So, haben wir hier mal. Hat Jenny hochgebaut? Oder habe ich mich da hochgebaut? Lol, bin ich gerade irritiert. Aber mit dem Rennen, da muss ich auch mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, kriegen wir jetzt hier noch einen Gegner hin oder nicht? Einen Kill hätte ich gern noch. So auf Ehre. Aha. Wo ist er? Ach, da oben. Komm, triffst mich eh nicht. Du triffst mich eh nicht. Ob die so fliegen. Ah, jetzt hat er andere Probleme.
Aber vielleicht kriegen wir ihn abgestaubt. Er lebt noch. Zack. Sagt so, dann stauben man halt ab. So, jetzt will ich euch aber auch nicht zu lange langweilen. Wie gesagt, wenn ihr Probleme mit Aufgaben habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und denkt dran, Custom Games mit Preisgeld, dann Skin-Verlosung. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, ein Abo ist das Ganze, glaube ich, schon wert. So, euch noch viel Spaß. Ich setze mich jetzt in die anderen Aufgaben und haut rein.